Vorstellen, dass IT. Oh mein Gott, nein! Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu der 6. Folge von Titan 2. Mit dabei wieder der Killer Crafter. Hallo! Und wir gehen auf den Server in 3, 2, 1. Nice. Da sind wir und oh mein Gott, es hat aufgehört zu regnen. Wo bist du? Es hat aufgehört. Nice. Moment, ich muss den Chat schon wieder umstellen. Das stellt sich bei mir immer wieder um. Und der Spawn ist tatsächlich bei 0-0. Ja. Heißt in diese Richtung. Ah, da vorne ist noch Zuckerrohr, sollen wir das noch mitnehmen? Weil es ist echt nicht schlecht, wenn wir auf Bücher verzaubern, weil in der 1.8 funktioniert das mega gut. Ja, okay, gut. Ja, machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, ob irgendwer joinen wird oder sonst irgendwas. Mein Titan-Client ist irgendwie RIP. Also der funktioniert nicht mehr und deshalb laggt irgendwie gerade ein bisschen. Also du laggst bei mir durch die Gegend. Komm mal mit. Okay. Ja, und ich würde sagen, also in diese Richtung ist der Spawn. Wir gehen jetzt einfach mal dorthin. Und wir haben uns jetzt gesagt, hey, eventuell nehmen die beiden, die wir snipen wollen, heute gar nicht auf. Wenn das passiert, dann ist das perfekt, weil wir laufen jetzt dorthin, wo die zuletzt waren und snipen die dann halt, wenn die das nächste Mal aufnehmen. Wenn sie aber aufnehmen, dann machen wir das so, dass wir unauffällig zu denen hingehen, sodass sie eben nicht merken, dass wir da sind, dass sie vielleicht dort nicht weggehen, weil die sind eigentlich an einem relativ coolen Ort, kann man sagen, ja. Und haben dort viele Gänge und so und vielleicht wollen die ja dort bleiben, wir wissen es nicht genau, kein Plan, vielleicht, ja... Werden sie dort bleiben? Vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Wir dachten uns jetzt einfach mal so, ja, let's risk it, weil es ist irgendwie das Risiko wert, weil wenn wir sie dann snipen können, dann können wir echt coolen Stuff holen. Ja, und auf jeden Fall. Können halt Leute snipen und wir wollen ja ein bisschen Action hier reinbringen. Wir wollen so ein bisschen die Fickers sein in diesem Projekt. Und wir werden die Fickers sein, weil wir sie ficken werden. Okay. Und das ist einfach nur so true. so motherfucking goddamn true. So motherfucking goddamn true. So. Der Typ ist eigentlich so behindert, Alter. Hans ist so doof, aber naja. Er ist unser, schau, wenn wir gewinnen, dann gehe ich nächstes Mal, wenn er bei uns in der Nähe ist, wieder in den Club. Wenn wir nicht gewinnen, dann ist er für mich gestorben. Also wenn wir nicht gewinnen, Hans, dann kannst du dich warm anziehen, dann verklagen wir dich. Ja, stell dir vor, er verklagt uns jetzt, weil wir So True als Teamnamen genommen haben, ja, aber er hat das ja patentieren lassen, so oder? So True. Ich glaube, er hat das patentieren lassen. Ja, ich glaube, der hat das gemacht. Er hat seine Standardwörter, hat er sich gesichert. Ja, als ob man So True einfach nur so war. Ein ganzer, es ist, als ob man das patentieren könnte, lol. Das würde ich sagen, Scheiße, patentiere ich jetzt. Ja. Und dann ist das mein, ach du Scheiße, darf das kein anderer mehr benutzen, sonst wird er verklagt. What the fuck? Also, ich hoffe jetzt einfach mal, what, das sind Blöcke. Oh, was, oh, da, was ist da unten? Also ein Jump'n'Run. Wir lassen das jetzt aber mal, da wollten wir ja nicht hin. Ja. Aber das sind auch Blöcke. Das heißt, wir, ja, wir kommen, da ist der Spawn. Oh, da ist er, der Spawn ist er. Wow, wir sind gerade an, pass auf, glaube ich, gerade an dieser Stelle. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hä, ja, das sieht mega so aus hier, ne? Ich glaube, wir sind genau da, wo die waren. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, weil ich muss jetzt, wir müssen aufpassen. Sie, ja, doch, klar, genau da waren die jetzt. Ja. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wo die hin sind. Irgendwo in der Gegend war das. Also dann. Irgendwo da müsste ja dann auf jeden Fall so ein Holzdings da sein, ne? Ja, ja, dieser Eingang zu diesem Dungeon, wo die drin sind. Ja gut, jetzt wissen vielleicht schon einige, wen wir denn gerne snipen möchten. Oh, Glowstone. Ja, nimm das mal mit. Ja, hab's. Muss mal kurz gucken. Ja, wo sind die hin? Ich weiß, boah, Gott, jetzt müssen wir das rausfinden, Freunde. Ich hoffe natürlich, dass wir das jetzt schnell finden, ich denke, ja. Ja, wir haben ja jetzt viel Zeit eigentlich. Ich weiß nur, die waren so in der Wiese. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Es war so eine Wiese, und dann war da Holz und das ist so ein Eingang. Die haben den auch zugebaut. Mhm. Und es muss irgendwo hier sein, 100%. Ja, warte, ich glaube, die sind hier durch. Ja, genau, hier sind die durch. Fix. Ja, doch. Ja, jetzt gehen wir den richtigen Weg. Und dann irgendwo hier bei links war das, glaube ich, dann. Ach Gott, wenn mir, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Nein, du irrst dich nicht. Also diesen Bogen, an den kann ich mich auch hier erinnern. In der Folge. Oh Gott. Oh nee, warte, Gott. Hier war das doch nicht. Oder doch? Ich weiß nicht. Das muss hier gewesen sein. Wenn die dann hier lang irgendwie. Es war ja irgendwie so in einen Berg rein. Da, nice. Oh, ja. Ja. Nice. Wie jawohl. Wie geil. Fresh. Achtung. Fresh. Achtung, Freunde. Also gut, jetzt weiß ich. Jetzt müsstet ihr es wissen, aber wir würden euch bitten. Wir würden euch bitten, verratet uns. So, wir haben die ja alles geholt, so, ne? Ja. Und jetzt. Und jetzt gehen wir aber da runter, oder?
Hier runter, gehen wir hier runter, ist deren Mine, das weiß ich. Also hier ist dieser Dungeon, der ist hier nach unten. Da, genau. Warte, sollen wir dann sollen wir hier jetzt noch weitergehen, ne? Weil die haben ja auch gestrippt, meint diese Person, und die haben anscheinend irgendwo Titan-Ohr übersehen, haben wir in der Folge von denen. Die tatsächlich. Und das wollen wir uns natürlich holen. Ich meine, ja, ich weiß halt nicht, wo das ist. Und wir werden halt hier sind die ganzen Strip-Mine-Gänge. Also er hat hier auf jeden Fall irgendwo das übersehen. Ja, hier ist er durchgestrip-mined, klar. Das war zweite Folge nach irgendwie 4 Minuten. Das heißt, relativ schnell sollte das eigentlich mal kommen. Ich weiß halt nicht, wo, du hast jetzt auch nicht genau nachgeguckt. Nee, und sonst, ich glaube, hier muss es irgendwo sein. Lass einfach mal zu deren Ort gehen, wo die halt waren. Ja. Weißt du? Also zu diesem super Teil halt. Gott, da ist ein Creeper. Das laggt halt irgendwie ein bisschen. Also bei mir geht's eigentlich so von den Lags her. Ich hoffe, das ist nicht mein Internet, sonst Ripness, ne? Ja. Ach, fuck. Nee, es wird schon. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gehen zurück. Scheiß drauf jetzt einfach. Sollten wir das noch finden, dann nehmen wir es. Ja, irgendwie, keine Ahnung, da haben wir immer noch Zeit, aber es ist jetzt wichtiger für uns, dass wir dort sind, wo die waren halt. Ja. Weil denn, wo war das? Das Beste ist jetzt einfach sowieso nur, wenn die jetzt auf... Nee, hier glaube ich Killer, weil hier ist ja dieser Lavagang da. Achso, wait. Hey, wo bist du? Ja, hier. Achso, ja, okay, fail. Ja, ich habe gefällt. Ich habe richtig gefällt. Da ist Redstone. Redstone brauchen wir aber nicht. Gut. So, hier runter, genau. Weil... Nicht, dass sie da hier irgendwas... Ja, keine Ahnung, nee. Die dürften nichts ahnen, ne? Nee, eigentlich nicht. Die dürften nicht... Also ich denke sowieso nicht, dass die in deren alten Strip-Mine-Minen zurückgehen. Und somit dürften die nicht wissen, wo wir sind, beziehungsweise, dass wir da sind. Das heißt, wenn die heute nicht mehr aufnehmen, das wäre so perfekt. Bitte, wir hoffen es einfach nur, Leute, weil wir dürfen ja, wie gesagt, nur 3 Folgen vorproduzieren. Das ist ja sowieso auch schon öffentlich. Nice. Ja gut, dann mach jetzt mal einen Wassereimer hin. Du hast ja den Wassereimer, ne? Ich habe ja nur einen Lava-Eimer. Oh, Killer! Okay, nice. Ja, ich lass mich mal runtertreiben sonst. Ja, lass dich runtertreiben, das ist und schön. Und nimm das Wasser dann aber wieder mit, ne? Ja, okay, dann kann ich jetzt auch schon drunter und nehm's einfach mit. Ja. Was ist eigentlich hier drin? Das sind alles Öfen hier. Holy dann kann ich mich jetzt so runterfallen. Puff. Warte kurz, jetzt komm mal mit. Irgendwo in der Mitte waren die, ja? Und oh, warte, das ist ein Enderman. Oh Gott, Alter. Ja, oder ist ein Slime. Für Slime, damit kann man ja auch irgendwie Tränke machen oder so ein Scheiß, ne? Nee, mit Slime-Bällen nicht. Oh, okay. Eine Enderpelle. Oh mein Gott, eine Enderpelle. Nice. Okay. Aber ohne Witz, es kann doch nicht nur gebaut worden sein in der Mitte, nur damit es irgendwie so ein Seed gibt. Ich wette mit dir, hier ist noch irgendwas versteckt. Ich frage mich, was sie da alles gebaut haben. Holy guck, Achtung, pass auf. Wir haben das alles auseinandergenommen. Wupsi-Fanden-Schatz, genau. Ja, also das haben die alle. Aber Moment. Bad Boys. Hä, was? Waren die dann auch hier? Das heißt, IT und Dingens waren auch hier? What the fuck? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. What? Gut. Und was ist das hier? Da kann man reingehen. Oh, oh. Hier geht's runter. Nee, doch runter? Nicht. Die haben sich da noch reingegraben, ja. Hä, was? Als ob die auch hier waren. Ne, oder? Ja, aber auch wenn, dann wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo die anderen nicht aufgenommen haben. Doch, ja schon. Aber dann waren die vorhin, also die haben ja vorhin mit uns aufgenommen, dann sind die wahrscheinlich auch hier hingegangen. Ich wette mit dir, die wollen die auch snipen. Ich wette ja, aber wenn, ich echt, mit, glaubst du mit einem Inventar-Clear? Ich kann es mir gut vorstellen. Das was ist hier? Ein Ofen, der brennt. Lol, Alter, ich habe mich jetzt sowas von erschreckt. Warum brennt der Ofen? Ich weiß nicht. Ist noch ein Apfel? Wahrscheinlich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall, also holy shit, egal. Ne? Man kann sagen, was man will. Aber an das Bauteam hier, also das sieht ja mal richtig episch aus hier. Ja. Das habe ich mir schon gedacht, als ich diese Folgen von den Leuten gesehen habe, die wir snipen wollen. Ja, das ist echt holy as fuck. Sau episch ist. Und Achtung, Creeper, Bro. Was da nicht genau? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier noch was gibt, aber ich habe echt keine Ahnung, wo. Ja, ich weiß nicht, aber ehrlich, irgendwie, du musst überlegen, die bauen doch nicht so eine Riesenhalle, um einen Troll mit ein paar Seeds zu machen. Das klingt für mich so irrational irgendwie. So. Ich baue mich jetzt gerade hier mal hier hoch. Einfach mal, um zu schauen, ob hier in dem Turm vielleicht irgendwas drin ist. Er sieht für mich so, keine Ahnung, es sieht so aus, als wäre hier irgendwas. Ah, ich weiß nicht, das ist halt... Nee, so ein Wupsi-Fand ist da. Warte mal, habe ich noch zwei Eisen? Ja, da oben drin sind diese Wupsi-Fanden, stimmt. Ja,
Diese blauen so riesig. Ich dachte mir vielleicht so, ja. Aber ich weiß, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass da irgendwann noch was ist, aber... Das ist irgendwie, keine Ahnung, also einerseits kann ich mir kaum vorstellen, dass hier jetzt so ein Riesenschatz irgendwie verborgen liegt oder sowas. Auf der anderen Seite, man baut doch nicht so eine Riesenhalle, einfach nur für einen kleinen Troll, Alter. Das ich meine, das wäre mal der Epic Troll des Jahres, aber... Ich wette mit dir, dass irgendwo in einem Ofen sind irgendwie ein Stack Titan oder so. In einem von all diesen Öfen ist bestimmt irgendwas. Ja, also das habe ich mir eben auch schon vorgestellt. Es kann ja nicht sein, dass sie das alles hier aus Öfen bauen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die da irgendwie irgendwas OPs reingetan haben. Stell dir jetzt mal vor, ey. Wir machen so random auf 64 halt nur. Nice, tschüss, ja. Projekt gewonnen. Kann abschalten. Tschüss, adieu, das war's. Nee, aber ernsthaft. Man könnte natürlich auch diese Kiste durch eine Redstone-Chest ersetzen, aber ich glaube, dafür fehlt uns Zeit. Wobei, wir haben 5 Minuten noch. Ich frage mich, weißt du, was hier passiert ist, ne? Das ist das, was ich mich gerade so frage. Also ich denke jetzt nicht, dass sie sich ja irgendwie einloggen, hier, während wir hier sind. Nein. Aber ja, ne? Aber hier muss doch irgendwo noch was sein. Das gibt's doch nicht, dass es einfach so, weißt du, dass hier einfach nichts ist. Hier ist nix. Ich verstehe es auch nicht. Nix. Und sonst, keine Ahnung, also, stell mal 2 Öfen auf. Ja, weißt du was, dann stelle ich auch mal einen Ofen auf und mache in der Zwischenzeit ein bisschen Eisen für eventuell nachher. Ja, ich habe eben keine Kohle, das ist gerade ein bisschen mein Problem, merke ich gerade. Ich habe 4 Kohle. Aber sonst Zitrinen kann man mitnehmen, dann könnten probieren, es halt so zu machen, dass wir halt irgendwann trotzdem noch eine volle Zitrinenrüste in Safe Inventory machen. Ja, genau, das ist echt wichtig. Falls wir irgendwie sterben sollen, weil das haben mir viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass wir das machen sollten und das ist eigentlich auch eine saugute Idee. Und ja, jetzt sind wir hier, jetzt ist halt die Frage, ne? Wenn wir jetzt, lol, das Lava unter dem Zitrin. Hilfe! Okay. God damn it. Die Frage ist halt einfach, wenn die jetzt heute nicht mehr aufnehmen, ne? Weder die beiden, die wir snipen wollten, noch die Bad Boys, die anscheinend auch hier hin sind. Dann könnten wir, egal wer morgen dann joint, halt hinterher joinen. Weißt du? Weil ich kann mir echt gut vorstellen, dass IT... Oh mein Gott! Nein, Alter, die sind jetzt auch da. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt. Ey, war das laut. Holy crap, Alter. Hey! Stress? Aber auch Stress. Hey, was? Oh mein Gott. Die sind nicht irgendwo hier, oder? Nein, Alter, aber ich hab grad Sneak einfach, okay? Weil gerade geht mir so ein bisschen... Gerade ein bisschen die Panik. Ja. Oder wie. Ja. Nee, aber ich glaube, wir sind echt hier forever alone, so. Also ich glaube gerade Freaks, die sind irgendwo anders. Also ganz irgendwo anders. Ja, ich glaube, die wrecken wir sowieso easy. Aber ich müsste ja auch sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass irgendwie IT hier in der Nähe ist. Aber ich glaube, die haben echt den gleichen Plan. Ich wette mit dir, weil Kohli ist ja ein Typ, der ja alle Folgen irgendwie schaut, auch wegen diesen News, die er macht. Und ich nehme an, dass er das schon mitbekommen hat, dass sie jetzt lange nichts aufgenommen haben. Und dass die snipen wollen. Und halt, anders als wir in der letzten Folge, haben wir ja erst Essen gemacht. Und die sind wahrscheinlich aber direkt hierher gegangen. Wie viel Eisen hast du denn noch? Ich habe 41 Eisen noch. Gebraten oder in Dings? Ja, dann steck das mal hier rein, weil dann könnten wir bald einen Amboss machen. Also mir fehlen jetzt noch ein Eisenblock, habe ich schon. Weil ich Idiot auf Versehen einmal ein Eisenfurnace gemacht habe. Das war natürlich sehr schlau. Aber es ist trotzdem gut, weil wir haben den alten Eisenfurnace stehen lassen. Ja, ja. Also ich glaube, das war eigentlich ein bisschen dumm, den hätten wir mitnehmen sollen. Ja. Aber sonst, kein Plan. Diese 1.8 Blöcke, die braucht man für gar nichts. Ne? Also aus denen kann man nicht irgendwie was Spezielles machen, oder? Nee. Weil die sind ja nur diese Unterwasserdinger da, ne? Also. Und ansonsten, ich weiß nicht. Also ich würde sagen, wir gehen nachher irgendwo zu so einem Tempel hin und stellen uns halt irgendwie hier rein, würde ich jetzt nicht sagen. Oder wir stellen uns hier rein, weißt du, hier wo so schön Platz ist. Ja. Und verstecken uns jedes, wenn wir uns einloggen, dass wir halt nicht direkt irgendwie im Battle sind. Ich weiß ja nicht, wenn wir in der Schutzzeit sind, können wir nicht angreifen. Nee, dann können wir nicht angreifen, aber können auch nicht angegriffen werden. Ja, also, okay. Hier gleiches Recht für alle, ne? Genau, so. Zack, also noch ein Eisenblock habe ich. Die Frage ist einfach, ich habe nur im Moment habe ich gerade sau viel Essen, aber alles so roh. Ich habe 9 gebratene Fleisch.
Könntest du mir da vielleicht noch ein bisschen was geben? Weil ich habe so viele Sachen, die aber roh sind. Oh scheiße, jetzt habe ich dir alles gegeben. Was? Gleich reinstellen, so gib's mir. Dankeschön. Oh mein Gott. Ja, also es ist halt einfach... Ich werde in einer Minute gekickt. Ich auch. Ja, aber das sollten wir noch schnell schaffen mit dem Amboss. Mhm. Sollte sich locker ausgehen. Ja, aber gut, wir können ihn ja eh nicht mehr setzen. Also es wäre jetzt auch nicht so tragisch, weil wir können ihn nicht mehr verwenden. Beim nächsten Mal, wenn wir joinen, möchten wir ja gerne kämpfen. Weil ich denke sowieso, sogar wenn die sich hinterher joinen und kämpfen denken und sich ausloggen, dann können wir bei der nächsten Folge von denen direkt nachjoinen. Also ehrlich jetzt. Das ist, wenn die jetzt heute kämpfen, dann morgen joinen wir so oder so nach, wenn entweder IT und... Co. auf dem Server sind oder eben die anderen beiden, die wir ursprünglich snipen wollten. So, aber so baut die Öfen ab. Komm, wir haben nur noch 30 Sekunden. So, zack. Komm, okay, Amboss haben wir somit. Gut, dann baue ich jetzt hier alles ganz schnell. Komm auf jeden Fall auch hier rein. Los, 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 schnell, 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 schnell. Komm, ich komme. Ja! Wir langen ganz hier aus. Ja, nice. Hier, komm. Wollen wir das irgendwie zubauen oder so? Nee, nee, nee. Es war offen. Das muss echt aussehen. So, okay. In die Ecke und wir werden bei so. Y4i, alles klar. So, gut, ich wurde gut. Ich auch. Ich wurde Connection lost, da kommt aber ein Java-Fehler, alles klar, wunderschöne Kick-Message. Freunde, ich würde sagen, das war's hier von Folge 5, war das jetzt, oder 6? Es war Folge 6. Folge 6, ja. Folge 6, abgedreht, Freunde, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt in der nächsten Folge wird gekämpft, Leute. In der nächsten Folge, Leute, ich sehe gerade, dass Kuli und IT haben gerade die 6. Folge aufgenommen. Das heißt, sie können heute auch nicht mehr aufnehmen. Okay. Das heißt... Das heißt, morgen könnte es vielleicht sogar zu einem Zweierkampf kommen. Wer weiß. Definitiv. Wer weiß. Wir werden sehen. Freunde, seid gespannt. Schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Und jetzt schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Wir sehen uns dann wieder. Haut rein. Bis dann. Und tschüss.